meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute haben wir mal wieder einen Kapitän auf dem gelben Sofa, aber er hat auch noch was anderes oder er macht auch was anderes. Darüber reden wir mal noch im Laufe unseres Gesprächs. Das kann ich ja nicht jetzt schon alles erzählen, was er macht. Da wird es ja nicht spannend und ich freue mich, dass er da ist. Stefan Schmidt, hallo Stefan. Moin. Grüße dich, ganz herzlich, schön, dass du da bist. Du hast ja sehr viel erlebt und darüber sprechen wir, wie gesagt, im Laufe des Gesprächs nochmal darüber. Aber lass uns einfach mal anfangen. Du bist im Oktober 1941 in Stettin geboren. Das ist richtig, ja. Kannst du dich noch vielleicht so ein bisschen an deine Kindheit erinnern? Also an die Geburt nicht so richtig, aber das glaube ich, ja. Ich weiß, als wir aus Stettin fliehen mussten, da war ich 3 Jahre alt. Und ich habe das nicht als schlimm empfunden, weil ja meine Mutter und meine ältere Schwester dabei waren. Und die haben mir hinterher erzählt, dass ich das irgendwie ganz lustig fand. Ich habe immer mein Spielzeug in die Koffer geworfen und habe immer gesungen, auf in den Kampf ergarten in den Schirm, wir müssen flüchten, wir müssen türmen. Oh Gott, wo ich das hier hatte, weiß ich nicht, aber ich fand es lustig. Aber im Nachhinein weiß ich natürlich, das war überhaupt nicht lustig. Ne? Ja, Kriegszeit war schon eine schlimme Zeit. Nicht? Ja. Und wie gesagt, wart ihr während der ganzen gesamten Kriegszeit noch bis 45 in Stettin? Oder? Nee, 44. Ja, 44. Ja, 41 geboren, plus 3. Ja. Ne. Okay. Und wohin dann? Dann sind wir erstmal nach Hamburg. Hamburg war voll, da gab es irgendwie auch Kontingente von Flüchtlingen und dann mussten wir aus Hamburg wieder raus, hatten Gott sei Dank in Elmshorn eine Tante, bei der wir dann gewohnt haben. Da kam noch eine andere Schwester meiner Mutter dazu mit ihrer Familie. Da waren wir in so einem kleinen 20 Quadratmeter großen Zimmer mit ungefähr 8 Personen. Und die alte Tante, die war schon so alt, die hat das alles gar nicht mehr mitgekriegt. Die hat sich immer nur gewundert, dass der Besuch nicht wieder weggeht. Aber ansonsten so ein bisschen im ländlichen Elmshorn aufgewachsen, da auch in die erste Klasse zur Schule gegangen. Ah ja. Und danach durften wir dann wieder nach Hamburg, weil mein Vater da Arbeit gefunden hat. Also Schulzeit in Elmshorn? Ein Jahr. Ein Jahr. Und dann hinter Elmshorn weiter? Und dann in Hamburg weiter. In Hamburg weiter, aha. Abitur oder was war dann normal? Hamburg war, wie hieß es damals, Volksschule, jetzt heißt es Grundschule, ne? Ja. Dann sind wir, als die Grundschule zu Ende war, sind wir nach Lübeck gezogen, weil die Brüder meines Vaters uns da ein Haus gebaut haben. Oh. Weil in Hamburg haben wir noch im Keller gewohnt. Und die 3 Brüder, die waren schon vor dem Ersten Weltkrieg nach Kolumbien ausgewandert und haben uns ein Haus gebaut und geschenkt. Und dann bin ich da erstmal ins Katrineum gegangen in Lübeck. 6. Quinta Quarta. Und dann stellte sich raus, dass ich zu faul war. Und dann habe ich weitergemacht in der damals hieß Mittelschule in Schlutrup und habe dann mittlere Reife. Und das langte auch. Also ich bin ja alles Mögliche mit mittlerer Reife. Ich brauchte nie das Abitur, überhaupt nicht. Nach der Schulzeit, was hast du dann als nächstes gemacht? Nach der Schulzeit in Lübeck bin ich gleich mit 17 zur See gefahren. Oh, der See. Keine Lehre oder irgendwas? Ja, das ist eine Lehre. Ach, das ist eine Lehre. Also. Ja, also okay, erstmal musste ich 3 Monate auf den Prival, da ist die Seemannsschule. Ja. Da musste ich erstmal lernen, wie überhaupt ein Schiff aussieht. Und da haben wir damals auch noch Morsen gelernt und was weiß ich alles, also in 3 Monaten. Und dann richtig zur See gefahren. Moses, also Schiffsjunge, dann Jungmann, dann Leichtmatrose, dann eine Prüfung gemacht und dann Matrose. Also da ist praktisch Lehrzeit auf See, ne? Das ist eine richtige Lehrzeit, ja. Auf See alles, überwiegend oder nur? Ne? Nee, das, ja, alles auf See. Alles das ist heute See. Anders. Heute machen sie Blockunterricht in der Schule und dann fahren sie wieder und so, aber das war damals alles auf See. Aha. Und wo seid ihr gefahren? Ganz Europa oder weltweit? Oder? Ja, angefangen habe ich erstmal ganz bescheiden in der Ostsee. Ganz bescheiden auf einem, also wenn ich das Bild von dem Schiff heute ansehe, dann denke ich, das ist ein Rettungsboot, also winzig. aber ich habe eigentlich alles kennengelernt. Ich war auf dem winzigen Küstenmotorschiff, dann habe ich auf einem Viehdampfer weitergemacht. Da haben wir hier Schweine und Kühe gefahren, auch noch nach Lübeck. Dann war ich auf dem Tanker, bis ich nachher in die große Fahrt gegangen bin. Und da war ich dann auf richtigen Frachtschiffen. Ja, da hast du ja viel erlebt, ne? Jo. Oder viele damit Schiffe gesehen auch, ne? Damit fing es an, ja. Ja, das glaube ich gerne. Du landest dann irgendwann mal im Südpazifik. Und hattest ja, dort das war eine. Ja, viel später. Ja, ist klar. Irgendwie eine ganz besondere Aufgabe dort.
Oder ja, war es nicht gibt, als Kapitän? Ne? Nee, das gab, oder es gibt in der Südsee eine Schule, die wird betrieben von deutschen Reedereien. Und da lernen Südseeinsulaner, wie man eben Schiffsbesatzung wird. Matrosen gibt es ja heute nicht mehr. Ja. Und da war ich 2 Jahre lang Leiter dieser Seemannsschule. Mitten in der Südsee, in dem kleinsten Land oder dem viertkleinsten Land der Erde. Das nennt sich Tuvalu. Aha. Tuvalu heißt Gruppe der 8, sind aber eigentlich 9 Inseln. Bloß die 9. wurde nicht gezählt, da wohnte keiner. Was waren das für Leute, die du da ausgebildet hast? Oder? Das waren Polynesier. Polynesier? Ja. Und wie kam ihr sprachmäßig zurecht? Oh, das war ganz witzig. Die Ansprache ist Englisch da. Ja. Und wir sind 2-mal im Jahr mit so einem kleinen Viersitzer-Flugzeug von einer Insel zur anderen geflogen und haben Schiffsjungen eingefangen. Hm. Die mussten uns beweisen, dass sie genug Englisch konnten. Und dann haben sie einen Kurs mitgemacht von nicht ganz einem Jahr. Und dann durften sie zur See fahren. Aha. Interessant, ne? Mhm. Ja, ja, das war auch spannend. Glaube ich gerne. Mit dem Englisch, bist du da zurechtgekommen oder während deiner Ausbildungszeit wahrscheinlich auf dem Schiff auch viel Englisch sprechen müssen, ne? Ja, es ist ja Englisch ist ja die Seemannssprache grundsätzlich. Und natürlich in den Schulen, wo ich war, hat man jedes Mal Englisch gelernt. Dann in der Schule, wo ich gelernt habe, Schiffsoffizier zu werden, hatten wir regelmäßig Englisch. Dann einen Kapitän. Auch noch, also ich denke schon, nicht perfekt, aber fast perfekt kann ich schon Englisch, ja. Also die Sprache auf sich ist ja wahrscheinlich Englisch, ne? Die ist Englisch an Bord, ja. Und auch genau wie die Flugzeuge, selbst wenn ein Flieger in Hamburg landet und es ist ein deutsches Flugzeug, redet er mit dem Tower Englisch, ne? Ja. Na gut, okay, das ist auch verständlich, ne? Ja. Stefan, wie wird man denn jetzt Honorarkonsul? Das musst du mir jetzt mal erzählen. War das auch da unten, ne? Das war auch Honorarkonsul von Tuvalu. Und zwar, Tuvalu, ja. Und zwar, was für ein Land ist das? Das gehört zum Commonwealth. Ach so. Also gehört eigentlich noch der englischen Königin sozusagen. Ne? Und die habe ich dann mal kennengelernt auf der Britannia. Die Britannia war ja ihre Yacht, die ist jetzt nur noch Museum, aber die fuhr damals. Und die kam in unseren Hafen oder in unsere Lagune. Hafen ist es ja nicht. Ja. Und da habe ich sie kennengelernt. Und dann hat sie hinterher gesagt, ach, der ist nett, der kann ja mal mein Konsul sein. Ach was, ja. So einfach geht das. Bisschen abgekürzt, aber so ungefähr war das. Ach, ja. Tatsächlich. Hm. Das ist ja interessant. Ne? Ja. Ja, so wird man Honorarkonsul. Naja, es gab andere Honorarkonsulen, die wir aus der Zeitung, weiß ich das früher, so die von den Bananenrepubliken, die haben dann irgendwie 100.000 D-Mark bezahlt für so einen Titel. Ne? Ja, da gibt es ja auch einen ganz besonderen Herrn, der auch... Konsul Weyer, glaube ich. Konsul Weyer, der reich geworden ist mit da. Ja, klar. Sehr reich geworden. Ja, ne? Der hat ja auch die Möglichkeit, diese ganzen Dinge auszustellen. Ne? Und das wurde auch angenommen. Genau. Ne? Ja. War gut, warum? Dann, wie lange warst du da drüben? Ich war erst in Kiribati, ja, 2 Jahre. 2 Jahre. Aber das ist die Nachbarinsel von Tuvalu. Da war ich zuerst, da ist eine Seemannsschule. Ja. Und hinterher war ich dann in Tuvalu und bin dafür Konsul geworden. Aha. Aber den Titel hast du jetzt nicht mehr, nicht? Den legt man dann ab, wenn man weggeht, oder? Ja, den musste ich ablegen, weil wenn du Konsul bist, musst du ja irgendwelche bestimmten hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen. Ja. Und ich war Honorarkonsul zuständig für die ganzen Bundesländer. Das heißt, ich konnte für die Matrosen, die auf den deutschen Schiffen fuhren, Pässe verlängern und solche Sachen. Und als ich dann auf der Kap Anamur anfing, das kommt natürlich später noch zu. Als ich da anfing, dann musste ich natürlich, weil ich dann wieder zur See fuhr, musste ich dann praktisch den Job aufgeben als Konsul. Gut, okay. Dann bist du nach Deutschland zurückgekehrt. Und was hast du dann als erstes gemacht, wie du wieder hier warst? Ja, als ich wieder hier war, das war nach einer Zwischenzeit, wo ich Lehrer geworden bin, allerdings Honorarlehrer, Honorardozent an der Seemannsschule, wo ich ganz lange vorher, 58, die Schiffsjungenlehre gemacht habe. Da war ich dann Lehrer. Aha. Auch auf dem Prival, Travemünde. In Travemünde? Mhm. Also, aber dann auch, wie lange denn? Oh, das insgesamt war ich das 20 Jahre. 20 Jahre? Ja. Jetzt habe ich gerade mal vor 2 Jahren aufgehört, weil ich keine Zeit mehr hatte. Ja, jetzt gut, so geht ja, da kommen wir ja noch gleich dazu. Dann hast du dann Elias Birdel kennengelernt. Genau. Und das war natürlich irgendwie so ein Sprung in deinem Leben, ne?
Erzählst du da mal so ein bisschen drüber? Also ich, Elias, hat mich angerufen. Ich wusste gar nicht, wer das war. Und hat mir erzählt, ob man, also das war zunächst der Kontakt, ob man in Tuvalu irgendwas tun könnte, weil das erste Land sein wird, was wahrscheinlich durch die globale Erwärmung untergeht. So, das liegt ja mitten im Pazifik und der Seespiegel steigt und die höchste Erhebung in Tuvalu ist 2,5 Meter. Also da ist dann nicht mehr viel übrig. Und dann haben wir uns getroffen, haben beim, hieß damals noch Mövenpick in Lübeck, einen Kaffee getrunken und er erzählte mir, dass er gerne ein Schiff kaufen wollte für seinen Verein, Komitee Kap Anamur, aber nicht wüsste, wie das geht. Er wusste gar nicht, dass ich auch Kapitän bin. Ja, und dann haben wir sozusagen gemeinsam ein Schiff gekauft für 1,8 Millionen Euro. Das sollte sozusagen ein Allzweckschiff sein, was überall in der Welt dahin fährt, wo große Not ist. So abgekürzt gesagt. Ja, also für guten Zweck. Hm. Und das wurde dann sehr stark umgebaut? Also das haben wir nach Lübeck geholt. Das war ein Küstenmotorschiff, um 92 Meter lang. War vorher Rotterdam-Norwegen gefahren. War etwas über 20 Jahre alt, aber wunderbar in Schuss. Und das haben wir umgebaut von einem normalen Frachtschiff dann zu einem, man kann fast sagen Krankenhausschiff. Also wir hatten richtige Container an Deck, die umgebaut waren zu einem Operationssaal und andere Container, wo man drin schlafen konnte und so. Das war unsere Aufgabe eigentlich dann überall, wenn irgendwo gerufen wird, hier brauchen wir Hilfe, schnell hinfahren. Das war aber nur auf Aufträgen oder habt ihr das auch aus persönlichen Gründen gemacht, dass ihr gesagt habt, da muss geholfen werden, da fahren wir hin? Oder gab es immer nur Aufträge? Nee, aber gut, dass du das sagst. Das ist nämlich etwas, was meistens in den Medien etwas unterschlagen wurde. Denn unsere Aufgabe, die wir nicht so groß rausposaunt haben, war, dass wir etwas machen wollten, um in Länder zu fahren oder in Ländern etwas zu tun, damit die Leute aus den Ländern nicht mehr fliehen müssen. Denn das ist ja eigentlich das der goldene Weg. Ja. Wenn die erstmal hier sind, ihnen helfen, das ist selbstverständlich. Aber erstmal den Leuten helfen, dass sie gar nicht fliehen müssen. Da haben wir gesagt, wir bringen Hilfsgüter nach Liberia. Wir geben den Leuten Baumaterial, dass sie ihr Dorf wieder aufbauen können. Das Krankenhaus war heil geblieben, was die hatten. Das bauen wir wieder aus und haben einen Arzt und zwei Helfer dabei gehabt und haben gedacht, das ist so als Pilotprojekt. Wenn das klappt und die bauen ihr Dorf wieder auf, die haben ihre Felder wieder, die sie bearbeiten können, die haben direkt daneben ein Krankenhaus, warum sollen die fliehen? Ja. Überhaupt kein Grund. Niemand flieht einfach nur aus Spaß. Und das haben wir auch gemacht. Also ich habe mir auch angeguckt, da, wo das aufgebaut wurde. Und das hätten wir eigentlich in ganz vielen Projekten und Dörfern in der Welt machen können, wenn wir nicht aufgehalten worden wären, ja. Ja, da kommen wir ja dazu. Die erste Reise mit der Kap Anamur, wo ging wohin? Also erstmal sind wir aus Lübeck, als wir fertig waren, Ende Februar 2004, erstmal über Rotterdam, Lissabon, Las Palmas und dann weiter nach Sierra Leone und Liberia. Ja. Und dann nochmal ganz fast zum Kap der Guten Hoffnung runter nach Walfish Bay, was ja früher Deutsch-Südwest war. Da haben wir dann auch noch Hilfsgüter hingebracht. Also das waren immer, Hilfsgüter hieß bei uns immer Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. So. Und auf dem Rückweg haben wir dann eben Maschinenprobleme gekriegt. So. Diese Hilfsgüter, wovon habt ihr die gespendet gekriegt? Oder ja. Musstet ihr die? Ja. Aha. Und die Spendenbereitschaft war dann auch einfach da und das Schiff war auch groß genug dazu. Jetzt erzähltest du Krankenstationen, alles Mögliche, hattet ihr an Bord. Hattet ihr dann auch ausreichend Personal, die dann gesagt haben, gut, okay, da kann man nichts verdienen, das ist für einen guten Zweck, das machen wir einfach so. Das ist ja in der heutigen Zeit jetzt so Ehrenamt gar nicht mehr so einfach, ne? Doch, finde gerade jetzt ist Ehrenamt. Was wir erlebt haben 2015, ja. Das war doch überwältigend mit Ehrenamt. Ja, gut, okay. Also, in diesem speziellen Falle, ja. Bei uns war es so, dass die ganze Besatzung vom Kapitän bis zum Schiffsjungen haben das Gleiche verdient. 1.100 Euro brutto, ja. Damit man zu Hause seine Versicherung und sowas weiter bezahlen kann. Aber das war ja eigentlich für den Kapitän war das ein Sechstel vom normalen Verdienst. Ja. Ne?
Und das war aber toll, weil die wussten ja alle, was sie verdienen, und die wollten nicht an Bord sein, um viel zu verdienen, sondern um zu helfen. Und helfen, ja. So, das war eine tolle Sache. Ja. Ja gut, die Hilfsbereitschaft, was du jetzt gerade ansprachst mit dieser Flüchtlinge, das ist völlig klar, die ist ganz, aber ansonsten so in anderen Bereichen, meine ich jetzt, natürlich ganz, ganz schwer. Wer bezahlte denn diese Gehälter? Naja, das Komitee Kap Anamur gab es ja schon oder gibt es inzwischen seit etwa 35 Jahren. Mhm. Das hat ja angefangen mit Rupert Neudeck und Heinrich Böll, die damals im Fernsehen aufgerufen haben, eine Hilfsorganisation zu starten, um Vietnamesen zu helfen. Ja. Und die haben ja mit dem Schiff, das damals, die erste Kap Anamur, das war ja nur ein geliehenes Schiff, die haben da ungefähr 32.000 Menschen aus dem Wasser gefischt. Und wir nur 37. Aber immerhin, es war weltweit ein Thema. Ne? Zu der Zeit ja. Ja. Heutzutage ist es schon fast an der Tagesordnung. Ne? Ja, ja. Ob, schlimm genug ist es ja, ne? Na klar. Schlimm genug ist es. Ihr wurdet ja teilweise natürlich auch so ein bisschen verkannt, dass man gesagt hat, vielleicht sind das sogar Schlepper oder, und da gab es ja noch eine ganz unangenehme Sache, ihr wurdet irgendwie mal gekidnappt oder auch inhaftiert, ne? Ja, gekidnappt kann man nicht sagen, aber inhaftiert in Italien, in Sizilien, ja, eine Woche. Ja. Eine Woche, weil aber die Anklage war ja nicht, dass wir die 37 Leute aus Seenot gerettet haben, sondern die war einfach, wie ist das, bandenmäßige Beihilfe zur illegalen Einreise, weil wir sie nach Italien gebracht haben. Und da hat sich Italien drüber geärgert. Ja, Hilfe ist nicht überall gut angesagt, ne? Eigenartiger Wald. Ja gut, wir waren eine Woche im Gefängnis, aber dann 5 Jahre vor Gericht. Ja, ja, da komme ich auch dazu. Mhm. Du hast dann einen Verein gegründet. Ja, 2007 habe ich mit Elias Bierdel, den haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ja. Und dem Flüchtlingsrat Berlin-Brandenburg haben wir den Verein Borderline Europe, Menschenrechte ohne Grenzen, gegründet. Ja, ja. Wir sind heute noch nur 11 Mitglieder, ja. Haben aber ganz viele Fördermitglieder. Und sind eigentlich europaweit bekannt. Also jeder kennt Borderline. Ja. Und wie lange habt ihr eigentlich diese Fahrten gemacht mit dem Schiff? Leider nur von Ende Februar bis Mitte Juli 2004. Mehr nicht. Mehr nicht? Nö. Und hinterher, was? Wir konnten ja nicht mehr. Wir wollten ja, 5 Jahre. Aber, ja. Was passierte dann mit dem Schiff? Das Schiff lag 8 Monate an der Kette. Ja. So heißt das, konfisziert, ne, in Italien. Ja. Und danach hatten die keine Lust mehr, auf das Schiff aufzupassen. Und der Verein hat es gegen eine Kaution von 2 Millionen rausgekriegt, aber mit der Auflage, es zu verkaufen. Das wurde dann verkauft und fährt jetzt wieder in der Ostsee als Baltic Bettina. Also als normales Frachtschiff wieder. Oh, ein alter Dampfer, ne? Der ist jetzt schon ganz schön alt, ja. Ja, und immer noch gebrauchsfähig, sag ich mal. Ja, also wenn die gut stabil gebaut sind, dann können so eine Schiffe auch ganz schön alt werden. Ganz schön lange, ne? Mhm. Ja. Wie lange diese Anklage, da sprachst du von, 5 Jahre hat die gedauert? Und wann, ja, wir sind ja erstmal nach der Woche, wo wir eingesperrt waren, da hieß es eigentlich, wir sollen 12 Jahre eingesperrt werden. Und dann haben sie uns aber doch trotzdem nach Hause gelassen, haben 2 Jahre lang Vorermittlungen gemacht. Der Staatsanwalt hat 82 Zeugen aufgerufen. Hey. Die 2 Jahre haben die einen Stapel von Papier gesammelt, so 1,5 Meter hoch. Und dann waren wir in etwa 3 Jahre, wo wir jeden Monat einmal nach Sizilien fliegen mussten und wieder zurück. Für einen Tag vor Gericht. Einen Tag. Das zog sich dann, ja, die ganzen Jahre, die 5 Jahre. Also die 3 Jahre, jeden Monat einmal nach Sizilien. Ja. Manchmal war es dann so, dass die Richterin Kopfschmerzen hatte, dann konnten wir gleich wieder nach Hause fliegen und so, also typisch italienisch. Ja, eine teure Angelegenheit, ne? Eine teure Angelegenheit. Das hat den Verein Kap Anamur ungefähr noch 1 Million gekostet. Ja, das glaube ich. Ja, Anwälte und Flüge. Ja, ja. Ja. Vor Ort Anwälte und der Fliegerei. Und mit wie vielen Leuten musstet ihr denn mal runter? Du mit Bierl zusammen oder du alleine? Na, also eigentlich war noch der erste Offizier mit angeklagt. Ja. Das hatte aber nur den Grund, weil man in Italien ab 3 eine Bande ist. Und die Anklage sollte heißen bandenmäßige Beihilfe zur illegalen Einreise. Ja. So. Aber der erste Offizier musste Gott sei Dank nie mit nach Italien. Also ist es Elias gewesen, ich und ein deutscher Anwalt.
Und dann hatten wir noch drei Anwälte in Italien. Mussten wir haben. Ja, gut. Ja. Also war der eine Bande? Wir waren eine Bande, ja. Zu dritt. Genau. Ja. Ganz böse Bande. Böse Bande. Welche Tätigkeiten hast du in dieser Zeit nach dieser Fahrerei dann ausgeübt? Da durfte ich Gott sei Dank wieder als Lehrer in der Seemannsschule arbeiten. In Travemünde? In Travemünde, ja. Und das hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich bereue ich ein bisschen, dass ich jetzt das nicht mehr machen kann, aus Zeitgründen. Aber das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Aber diesen Job, den du jetzt machst, ist der dir angenehmer als das, was du hättest als Lehrer weitermachen mögen? Oder? Er ist wichtiger. Dieser ist wichtiger. Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, was du machst. Kannst du das mal selbst bitte erzählen? Ja, also ich bin ja bekannt geworden durch diese Geschichte mit der Kap Anamur, als der Kapitän aus Lübeck, der Menschenretter oder so. Und dann wurde ich Mitte 2011 gefragt von der FDP-Fraktion. Die hatte, das kommt einfach so, ich bin nicht in der Partei, aber die FDP hatte Vorschlagsrecht. Ach so. Und da brauchten sie einen Nachfolger für Herrn Jönk, der war vor mir Flüchtlingsbeauftragter. Und dann wurde ich von der FDP gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich habe dann meine Familie gefragt und habe dann gesagt, ja. So, und dann musste ich bei allen Parteien, die damals, da waren ja auch die Linken waren noch drin und so, da musste ich mich überall vorstellen. Und dann wurde ich zum 1.11.11 einstimmig für 6 Jahre von allen Abgeordneten gewählt. Wann war das? Also angefangen habe ich 1.11.11. Ach so, 6 Jahre, dann sind die ja in diesem fast Jahr rum jetzt, ja. Und meinst du, es geht weiter? Also von mir aus schon, klar. Ich meine, das Gute ist ja, jetzt bin ich drin, jetzt kenne ich jeden da im Landeshaus und die kennen mich und so und ich kenne die Medien. Also wenn die sagen, oder wenn die fragen, ob ich mal weitermachen will, sage ich ja. Was sind das für Tätigkeiten? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Naja, wir sind ja ein ganz kleines Büro nur. Als ich anfing, war nur mein Stellvertreter, der Thorsten Döring, da. Der ist Jurist und eine Schreibkraft. Mhm. So, jetzt inzwischen sind wir noch ein Jurist mehr, noch eine halbe Schreibkraft mehr und noch eine junge Dame, die uns bei einem Projekt hilft. Und Thorsten, mein Stellvertreter, der hat die juristische Seite, dass er also praktisch fast jeden Tag unterwegs ist in Schleswig-Holstein und Vereinen, Kirchen, wem auch immer, einfach erklärt, wie läuft ein Asylverfahren ab. So, das ist die Seite. Ja. Und ich mache das. Das habe ich aber vorher auch schon für den Verein Borderline gemacht, dass ich ganz viel in Schulen bin und einfach Empathie versuche zu erwecken für Flüchtlinge. Ja. Und das klappt. Also ich bin im Jahre 2014 bin ich von Dänemark durch sämtliche Bundesländer bis in die Schweiz unterwegs gewesen in Schulen und werde jetzt auch immer noch eingeladen, weil ich denke, das ist auch nicht so, dass wir jetzt immer zu den geflüchteten Menschen sagen müssen, integriert euch mal. Wir selber müssen auch dazu lernen. Wir müssen es auch integrieren sozusagen. Ja. Und das Schöne dabei ist, wenn man jetzt Menschen kennengelernt hat, die sagen, ah, Flüchtlinge, ich will da nichts mehr zu tun haben und so. Wenn die den erstmal Flüchtlinge kennenlernen, dann ändert sich das. Fast immer. Ja, das glaube ich gerne. Das ist klar, dann diese persönlichen Kontakte, die machen ganz viel aus. Ne? Ja, erstmal macht man so, wenn man dann Menschen kennenlernt oder so. Ich habe das ja auch schon oft erlebt mit Leuten, also, du, das ist aber ganz nett. Du das sind auch Menschen wie du und ich, natürlich. Und da sind natürlich auch Idioten dabei, ist ja klar. Natürlich, ich meine, wie viele Idioten haben wir unter den Deutschen? Hallo? Ja. Richtig, genau. Und deswegen muss man da ganz vorsichtig sein, sagen nicht, die sind alle schlecht oder die taugen alle nichts. Überhaupt. Wir sollen mal lieber bei uns anfangen. Ja, da hast du völlig genau. recht. Wie ist denn dann deine Verbindung so zur Schifffahrt noch? Du hast ja keine Zeit, nicht? Nee, gar nicht. Doch, aber auf eine andere Art. Es gibt ja, wie du vielleicht weißt, im Mittelmeer NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, die mit kleinen Schiffen rumfahren und Menschen retten. Tausende. Und da hat sich das rumgesprochen, dass ich jetzt, weil ich so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe, dass ich da immer gerufen werde, um wieder ein neues Schiff zu taufen, was dann rausfährt und Menschen rettet. Das mache ich natürlich besonders gern. Das glaube ich. Ja. Kleine Schiffe oder was sind das für Schiffe? Oder aus vielen Nationen? Also jetzt gerade habe ich in Stralsund eins, das war ein alter DDR-Fischkutter. Die sind irgendwie 12 Meter lang oder so, aber gut ausgerüstet. Der ist dann gleich losgefahren und der müsste eigentlich jetzt schon auf Malta sein.
Aber dann so kleinere Schiffe, wo nicht viel Personal benötigt wird. Naja, die brauchen ja, weil die, wenn die losfahren und im Mittelmeer dann Menschen retten, Ja. dann brauchen sie doch auch einige Leute, die dann mit anfassen. Also die fahren dann auch noch mit Gummibooten los und holen die Leute aus Naja. dem Wasser und all Ja, sowas. Also ja. auf diesem kleinen Boot, glaube ich, waren auch 11 oder 12 Menschen, also Aha. Helfer. Ja, klar. Ja. Sind das eigentlich alles so Privatleute? Oder gibt es eigentlich Total, da irgendwie eine total. Unterstützung? Gibt es nicht? Nee, im Gegenteil. Jetzt hat sich gerade vor 6 Wochen oder so kam plötzlich auf, dass die angeblich den Schleppern helfen und wenn sie da retten, dann würde das die Schlepper dazu veranlassen, dass sie noch mehr Flüchtlinge losschicken. Und das macht mich total wütend, weil das sind Ja. die Einzigen, die da wirklich richtig retten und Tausende retten und die jetzt auch noch schlecht zu machen. Also, hallo, das sollte eigentlich Europa machen als ein Kontinent. Ja. Die sollten retten und nicht einfach sagen, ach, die machen das schon und dann hinterher sogar noch über sie schimpfen. Ja. Nun kennst du die ganze Sache ja. Was mich immer so interessiert oder wo ich dann oftmals so dran denke, ist es nicht möglich, jetzt um diesen Flüchtlingen ein bisschen entgegenwirken zu können, dass man sehr näher jetzt an die Grenzen rankommt, von wo sie jetzt, ich sag jetzt mal, von wo sie jetzt losfahren, dass man da eigentlich schon mal aufpasst, dass das überhaupt gar nicht passiert, oder ist das gar nicht möglich? Oder ist das einfach der Kreis zu groß? Ja, also 12 Meilen, ungefähr 20 Kilometer, sind ja nationales Gewässer. Ja. Und dann fängt es internationales an. Also du darfst nicht in das Nationale reinfahren und da Leute retten. Natürlich sagen wir oder meine Dienststelle und andere NGOs hier in Kiel oder in Deutschland sagen auch, warum machen wir nicht Abkommen mit den Ländern, dass wir mit einem großen Kreuzfahrer in den Hafen reinfahren und die Flüchtlinge an Bord gehen lassen? Ja. Die müssen sich gar nicht erst in Lebensgefahr begeben und wir holen sie. Davon will aber keiner was hören. Schade eigentlich, ne? Schade, ja. Wäre doch eigentlich viel einfacher, ne? Ja. Und Selbst diese, der ja. Kapitän von der Werra, das ist eins von, ich glaube, es ist eine Fregatte. Also Deutschland hat ja 2 Kriegsschiffe ins Mittelmeer geschickt, die Ja. auch retten sollen. Ja. Der hat auch, habe ich hintenrum gehört, der hat auch gesagt, wir sind gar nicht dafür geschaffen. Wir sind auch viel, viel, viel zu teuer dafür. Ja. Warum nehmt ihr nicht einen alten, ausgedienten Kreuzfahrer, schickt ihn dahin? Was wir jetzt machen, das kann der 20-fach machen und es kostet nichts. Da hört leider keiner drauf. Hört keiner drauf. Wäre doch Ne? viel einfacher, Na ne? klar, na klar. Man würde ja auch die Leute gar nicht mehr den Gefahren aussetzen. Das ist ja Ja. viel schlimmer. So diese Schlauchboote, wenn man das immer sieht mit überfüllten Schlauchbooten, das ist ja grauenhaft, ne? Ja, und das Und ertrinken dem, ja noch Hunderte. ja, das ist ja, und uns ja tagtäglich, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wo bleiben die bloß alle ab, ne? Ja. Und wie werden die versorgt? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also darüber wird gar nicht berichtet. Wenn du so, ja, gerettet, gerettet und dann gehen die an Land. Und was dann passiert, weiß kein Mensch, ne? Doch, ich weiß es. Ja, du weißt es sicherlich. Ja. Deswegen frage ich dich jetzt Wir haben danach. ja, dieser Verein, von dem ich eben erzählt habe, Borderline Europe, Menschenrechte ohne Grenzen, da wir haben seit 7 Jahren eine junge Frau, die wohnt in Palermo und spricht perfekt Italienisch und die guckt sich genau an, was da nun wirklich passiert. Also wenn die Aha. Leute denn an Land gebracht werden, wie hilft Italien ihnen, was passiert mit denen und im Grunde genommen hilft Italien denen gar nicht. Nee. Ein Teil davon, den lassen sie einfach auf der Straße. Ein anderer Teil wird irgendwo verwahrt in einer Flüchtlingsunterkunft, aber auch fast ohne richtige Hilfe. Ja, also eigentlich ist das alles einem europäischen Kontinent der Menschenwürde unwürdig. Unwürdig, Ja. ja. Stefan, du hast ja viel Zeit. Also nicht viel Zeit, meine ich jetzt. Gibt es denn noch ein Hobby, wo du Zeit für hast? So wollte ich gar nicht anfangen. Ein Hobby? Ja? Kann man nicht Hobby nennen, aber ich hab 2 Enkelkinder und der eine ist 6 Jahre alt und der andere fast 2. Nee, ist 2. Und das ist auch etwas, was dann irgendeinem mal so ein bisschen die Gedanken woanders hinlenkt, als immer zu Ja. diesen schrecklichen Sachen. Ja, und das ist ein schönes Hobby. Ja, und einen Garten habe ich auch noch, so einen Schrebergarten. Ja, süße. Ne? Dann lang Also, doch. ja, die beiden Sachen, die passen Die gut. passen ganz genau. So, ich habe jetzt eine Frage noch an dich. Das ist immer meine letzte Frage an meine Gäste. Gibt es etwas ganz Besonderes? Wir nennen das mal Highlight in deinem Leben, weil du hast ja sehr viel erlebt, wo du sagst, also das war eigentlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis, auch einem familiären jetzt.
Gibt es da irgendwas, wo du jetzt im Moment so dran denkst, ach ja, das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis? Also im Grunde genommen ist es so, dass diese Geschichte mit der Kap Anamur so ein richtiger Paradigmenwechsel war. Ja. Und ich mir immer auch hinterher gewünscht habe, ich hätte vorher mich auch mehr für Politik und für was solche Sachen interessiert. Also vorher war ich einfach, ja, es ging gut und wenn es einem gut geht, dann lebt man so vor sich hin und überlegt gar nicht so viel. Aber diese Geschichte, wo man dann eingesperrt wurde, weil man Menschen gerettet hat und wo man dann merkte, wie die Politik versuchte, sich da überall rumzuschleichen und eigentlich mehr die Grenzen schützen will als die Menschen und so, ja, da wacht man dann auf und da. Aber gut, ich habe ja noch ein paar Jahre. Ja, allerdings, ja. Und wie gesagt, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Du hast uns sehr, sehr viel erzählt. Ganz interessante Sachen, die so mancher mit Sicherheit nicht gewusst hat. Und deswegen bist du auch hier. Ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und vielleicht nochmal eine längere Periode. Aber du bist ja auch schon langsam in einem Alter, wo man dann nicht mehr so lange Arbeitsperioden jetzt sich vorstellt. Oder ist dir das egal? Nö, ich teile mir das ein. Also, ja. Ja, also wenn Sie dich jetzt nochmal fragen sollen, Herr Schmidt, wollen Sie nochmal 6 Jahre ranhängen? Ja. Willst du machen? Ja. Ja, gut, ja, du bist ja auch noch dynamisch. Ja, na klar, aber das Wichtige ist eben, dass ich jetzt auch weiß, wie was läuft. Ja. Natürlich, und das ist wichtig. Ich meine, jetzt, guck mal, wenn irgendeiner mich ablöst, der vielleicht vorher Abgeordneter gewesen ist und sich um Finanzpolitik gekümmert hat, sich da erst reinzuarbeiten, ist auch schwierig. Na, und gerade wenn ich jetzt in Schulen gehe, ich merke, es ist das Allerwichtigste, dass ich von dem erzähle, was ich selbst erlebt habe, nicht was ich gelesen habe. Ja. Und das will ich. Ich will die jungen Leute dahin lenken, dass sie anfangen, selbst zu überlegen, dass sie nicht einfach irgendwas aus der Bildzeitung lesen oder so. Und deswegen, das ist auch ein guter Grund, warum ich weitermachen würde. Und selbst wenn ich sage, gut, 6 Jahre ja, ich kann ja jederzeit nach 3 Jahren sagen, also jetzt wird es mir zu viel. Ne? Genau. Okay, ich wünsche dir das, wenn du das gerne möchtest, dass du da weiterhin Erfolg hast. Natürlich nur mit Gesundheit verbunden, anders geht es ja gar nicht. Klar. Nein? Und bedanke mich, dass du da warst. Alles klar. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Gern geschehen. Alles, alles Gute für dich weiterhin. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder. In der nächsten Woche haben wir Herrn Thorsten Albig. Ob er dann noch MP ist oder nicht, werden wir sehen. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Einmal so, einmal so. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dabei sein würden. Schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.